Hallo, mein Name ist Vicky Michalke und ich erzähle euch heute ein bisschen was über mich. Momentan bin ich in Sassenberg, das ist bei Warendorf, auf der Reitanlage von der Monika Teodorescu. Das ist für mich eigentlich eine Riesenchance, weil ich quasi das erste Mal so von zu Hause weg bin. Das ist auf der einen Seite ungewohnt, weil zu Hause waren immer sehr viele Freunde um mich rum, Kunden, Mädchen, es war immer was los. Und hier kann ich mich einfach voll aufs Reiten konzentrieren und habe jetzt hier meine wichtigsten Pferde dabei. Und was natürlich total schön ist, dass ich meine Freundinnen so vom Reiten, die man sonst nur auf den Turnieren sieht, weil München doch weiter weg ist, hier wirklich auch mal abends zum Abendessen treffen kann. Das ist ja mal was anderes und sehr schöne Erfahrung. Ich glaube, ich bin so ein Mensch, der schwer abschaltet und ich immer weiter überlege, was ich noch versuchen könnte oder was hier noch besser ist oder hier ein anderes Gebiss oder da mal was probieren. Also ich versuche immer, mir wirklich viele Gedanken zu machen und alle Facetten zu beachten. Und beim Laufen ist es so, dass ich einfach mal an gar nichts denke. Ich habe Abi gemacht und dann ein Jahr Pause und dann habe ich mir gedacht, dass mir das mit dem Stall wahnsinnig viel Spaß macht und unsere Anlage lief sehr gut. Wir haben super nette Leute und Kunden und dann habe ich mir gedacht, dass ich einfach eine Absicherung möchte. Da habe ich ein Fernstudium angefangen, was am Anfang eigentlich total gut ging mit dem Reiten. Je mehr man unterwegs ist, desto schwieriger wurde es dann. Und jetzt bin ich quasi gerade an meiner Bachelorarbeit dran. Also wir haben die gleichen Fächer wie BWL, nur wir schauen uns Firmen an, die im Sport sind und das hat mich immer mehr interessiert als reine Wirtschaft und ich dachte mir, dass das mit dem Reiten oder grundsätzlich dem Interesse an Sport gut zu verbinden ist. Also Skifahren ist für mich, dass ich gar nicht drüber nachdenken muss. Also es ist, glaube ich, im Endeffekt tue ich mir noch leichter als beim Reiten, weil ich beim Reiten später angefangen habe. Wir waren früher, wo ich noch nicht geritten bin, jedes Wochenende Skifahren. Und dann fehlte irgendwo so ein bisschen der Reiz, weiterzukommen und immer was zu verbessern. Und das ist, geben einem die Pferde einfach viel mehr. Man muss viel mehr sich ja, mit dem Tier beschäftigen und man hat einfach einen Partner. Das ist bei den Schienen vielleicht nicht ganz so gegeben. Ich finde, es macht Spaß, das Leben. Also ich habe, glaube ich, wirklich Glück, tolle Freunde, tolle Familie, das machen zu dürfen, was mir Spaß macht. Das ist, glaube ich, wirklich ein Privileg und das schätze ich total. Und das macht einfach Spaß, für sowas aufzustehen und jeden Tag reiten zu dürfen, tolle Leute um sich herum zu haben. Und ja, man sieht auf der ganzen Welt, wie schlecht es den Menschen gehen kann. Und wir sitzen im Warmen, haben was zu essen und können auch noch das machen, was uns am meisten Spaß macht. Das ist, finde ich, genug Grund, aufzustehen und Power zu haben. Jetzt habt ihr was über mich erfahren und beim nächsten Mal erzähle ich euch was über mein Lieblingspferd und meine große Nachwuchshoffnung Novia.